Willkommen zur Foodshow Food News Folge 26 für den November 2021. Ja, wir haben die 26. Folge erreicht. Wenn wir auch noch die ganzen anderen Folgen dazuzählen, wie die Anuga-Spezial, ISM-Spezial, Weihnachtsspezial, müssten wir sogar schon über 30 sein. Aber was bedeutet Folge 26 im November? 2 Jahre Food News. 2 Jahre Foodshow Food News. Da haben wir angefangen, wirklich im November 2019, wenn ich mich jetzt nicht ganz vertue, aber es müsste richtig sein. Hier oben ist nochmal das allererste Video im Büro damals mit blechernden Sound, mit dem Handy aufgenommen, total umständlich, mit Papier noch, nicht mit Tablet gearbeitet, also wirklich ganz anders. Und wie sich das dann einfach so entwickelt hat nach und nach, ist dann auch mal sehr erstaunlich. Auch hier sind wir irgendwann in die Wohnung gegangen, habe das nur noch hier gedreht, am Schreibtisch mit dem PC. Irgendwann habe ich gesagt, ja komm, wir können es auch in der Küche machen, wo ich jetzt insgesamt ja alle Videos mache. Ihr habt das ja auch gesehen, irgendwann war das immer der Schrank hinter mir, jetzt ist es immer der Küchenschrank. Obwohl ich hier auch nicht ganz zufrieden bin, ja die Scheinwerfer da stehen und hier ist ein großes Fenster. Ich würde gerne da auch noch einen Scheinwerfer haben, wenn ich den aber hinstelle, spiegelt der sich im Glas. Mal gucken, wo wir in einem Jahr sind. Vielleicht sind wir in einem Jahr schon in einer anderen Wohnung. Vielleicht haben wir dann schon ein eigenes Häuschen. Wer weiß, wir gucken gerade auch noch danach. Vielleicht habe ich dann endlich mein Foodzimmer mit meiner Foodwand, was ich mir so vorstelle, mit so Kisten mit Sachen drin, die selten sind. Mal gucken. Ja, und jetzt legen wir los mit Food News. Anuga Spezial habt ihr vielleicht gesehen, wer es noch nicht gesehen hat. Hier oben ist nochmal Part 1. Es gibt 3 Parts von der größten Foodmesse der Welt. Da war natürlich einiges dabei. Und im Februar oder Anfang Februar ist dann die ISM, die größte Süßwarenmesse der Welt. Ich bin euch hier noch mal kurz schon was ein dazu. Das ist die größte Süßwarenmesse der Welt. Die ist jedes Jahr, außer letztes Jahr wegen Corona. Da bin ich auch gespannt. Da geht es wirklich nur um Süßigkeiten, süß, salzig, nichts anderes. Da gibt es kein Tiefkühl, da gibt es kein vegan und ja, aber es geht nur um Süßigkeiten. Da bin ich gespannt drauf. Ich werde 3 Tage da sein. Ich habe schon mal geguckt zur Sicherheit. Ich habe für 3 Tage ein Hotel gemietet. Vielleicht gehe ich auch nur 2 Tage hin und einen Tag mache ich noch was anderes. Mal gucken, weil die Messe ist auch weitaus kleiner. Es sind nur 1700 Aussteller. Eine Anuga bewegt sich bei 5000 Ausstellern. Mal gucken mal. So, und jetzt geht es um Food News. Ich mache auf meinem Tablet mal die Bilder an. Und dann gehen wir die mal durch. Es gibt auch wieder eine Mogelpackung des Monats am Ende, also seid gespannt. Und es ist jetzt so ein bunter Mix. So ein paar Sachen habt ihr vielleicht schon als Test sogar bei mir gesehen. Ich weise nur noch mal darauf hin, dass es die Produkte diesen Monat gab. Es sind aber auch ein paar Ankündigungen für nächstes Jahr schon dabei. Also sind wir gespannt. Es geht los. Penny. Food for Future. Veganes Omelette und veganes Rührei. Typ. Ganz wichtig. Typ Rührei. Es soll es also sozusagen simulieren, dass das ein Rührei ist und so aussieht. Ist es natürlich nicht. Es ist aus Kichererbsen. Ich habe es getestet. Das Testvideo habt ihr vielleicht schon gesehen auf dem Kanal. Ich fand es lecker. Also das Rührei, ja, musste ich ein bisschen Kalamanak-Salz drüber streuen. Das war dann schon einmal, weil das hat so einen leichten Schwefelgeschmack. Darum schmeckt es ein bisschen nach Ei. Und das vegane Omelette dagegen fand ich schon sehr, sehr gut. Das haben wir uns hier noch mit veganen Feta belegt. Sowas gibt es heutzutage auch schon alles. Mit Tomate. Wir hatten noch irgendwas reingemacht. Wir haben ein bisschen Frische reingebracht. War total lecker. So als Omelette-Alternative, wenn du vegan lebst, wie meine Freundin, dann ist das ganz cool. Also bei uns ist ja wirklich dieses tolle Beispiel, meine Freundin lebt vegan, fast zu 100%. Manchmal gönnt sie sich auch mal ein bisschen Fisch oder so, das ist dann nochmal okay. Und ich lebe halt flexitariermäßig. Plus halt den scheiß Junkfood, den ich ja auch noch mache. Ja, was gibt's noch? Maika macht das Würstchen in Veggie. Veggie-Würstchen oder Hotdog-Würstchen von Maika. Einer der größten Hersteller, wenn es darum geht. Und wir haben die probiert, die sind auf Soja-Protein-Basis. Habe ich kein Testvideo so zu gemacht, nur so gepostet. Lecker. Hätte ich nicht gedacht. Also schmeckt echt gut. Vertrage ich auch gut. Ich bin ja bei Soja immer so ein bisschen kritisch. Also das waren schon echt sehr, sehr gute Hotdog-Würstchen. Kann man empfehlen. Finde die aber nur vereinzelt momentan. Wird, denke ich mal, in nächster Zeit ein bisschen mehr kommen. Aber sind nur vegetarisch. Dann Cookie Bros hat für euch den Bloody Keksteig, den Test, ihr habt da vielleicht gesehen, das ist ein Keksteig mit Blutorange und Knisterzucker. Gab es jetzt zu Halloween passend, werdet ihr auch noch ein paar Tage nach Halloween finden, vielleicht wenn ihr noch nicht probiert habt. Ich fand ihn ganz lecker, weil ja mal was anderes ist. Dann für euch Trez, der Erdnussriegel. Das ist kein Erdnussbutterriegel, es ist ein Erdnussriegel. Es ist zwar ein bisschen Erdnussbutter zwischen den Waffelschichten drin, aber bei Trez geht es nicht gezielt um die Erdnussbutter, sondern um den Erdnussgeschmack. Ich fand ihn ganz lecker, gibt es in groß und in klein, gibt es auch als Minis. Und ja, war angenehm, weil das Karamell nicht so zäh ist. Es war schön weich. Also ich mag ihn, ich finde ihn ganz lecker so zum Snacken. Ich finde aber die Mini-Version wirklich für mich besser, weil der große ist schon sehr, sehr mächtig. Den kleinen kann man eher mal so gut snacken. Dann für euch neu, Zentes, 50% weniger Zucker. Das sind 3 Aufstriche, die es jetzt gibt. Diese gibt es in der Sorte Milch Haselnuss, Haselnuss Kakao und Kakao mit Kakao Nips. Und sie haben nur
muss man sagen, 50% weniger Zucker. Nicht weniger Kalorien oder weniger Fett, nur weniger Zucker. Der Fettanteil und so, also das ist wie ein normaler Aufstrich. Er ist nur weniger süß. Kann für den einen von anderen für euch vielleicht was sein. Für mich persönlich wollte ich die jetzt nicht kaufen. Ist mir dann irgendwann, einer kostet glaube ich 3,49 €. Wenn ich dann 3 Stück davon kaufe, geht auch wieder ein bisschen ins Geld. Das muss auch erstmal wieder reinkommen. Also ich gebe im Monat genug aus. Heute sind auch ganz viele Pakete hier eingetroffen. Ich habe glaube ich sehr viel Geld schon wieder ausgegeben für Tests für die nächsten Wochen. Und es geht dann auch ins Geld. Darum gerne, wenn ihr bei Amazon oder sowas kauft, unten diesen Link nutzen, dann kriege ich so ein paar Eurochen ab. Ist nicht viel. Also euch kostet nicht mehr, aber ich krieg bei Amazon kriegt man irgendwie 1% von dem, was ihr bestellt, wird dann an mich ausbezahlt. Wird. Ist immer ganz praktisch, wenn man so ein bisschen Geld reinkommt. Ja, YouTube kommt ja auch ein bisschen Geld rein und so. Man muss ja ein bisschen Geld verdienen, weil das Hobby ist sehr, sehr teuer. Das ist jetzt hier nicht, dass man hier alles geschenkt bekommt. Im Monat gehen gut 100 € in Foodschau nur für neue Produkte kaufen. Das ist auch immer viel Geld. 1.200 € im Jahr. Einfach weg. Ja, was gibt's noch? Tuffi! Neue Rezeptur und neues Design. Kennen vielleicht einige, einige vielleicht nicht. Tuffi, in NRW ist das bekannt, weil es ist eine NRW-Marke, ist bei Kaufland vertreten. Vielleicht haben einige von euch das schon mal probiert. Ich finde es ganz lecker. Ich habe schon probiert Vanille und Erdbeer. Erdbeer schmeckt wirklich klassisch wie so eine Erdbeermilch vom Pausenhof. Vanille war auch gut, schön schaumig, nicht zu künstlich. Also hat einen sehr natürlichen Geschmack gehabt. Und Schoko konnte ich leider nicht probieren, gab es leider nicht. Und Banane bin ich kein Fan von. Ist Geschmackssache. Aber könnt ihr gerne mal schreiben, was eure Lieblingsschokomilch ist. Also welche von den 3 Sorten wäre so eurer Favorit oder ist eurer Favorit, wenn es um Schokomilch geht. Dann für euch neu, Almigurt Bio. Almigurt hat für euch Bio-Joghurt jetzt im Angebot. Und das nämlich in der Sorte Erdbeere, aromatische Heidelbeere. Und sinnliche Bourbon-Vanille. Ja, soll ein Plastikbecher dieses Mal sein, also ein PET-Becher, der aber aus recyceltem Material ist. Darauf legen sie mal Wert. Kann man wieder sagen, ja, aber Glas ist doch besser für die Umwelt. Ja, aber Glas ist schwerer und der Transport durch Glas erzeugt mehr CO2 als die Plastikversion. Und recyceltes Plastik ist, wenn man es genau gegenrechnet, wieder ein bisschen besser. Es ist so ein, muss man sich genau mit informieren, ist ein sehr, sehr aufwendiges Thema, wenn es um dieses Thema Recycling und welche Verpackung wirklich die beste am Ende ist. Dann wieder da, Mövenpick, Marzipanschock und gebrannte Mandel. Das Mövenpick-Eis, das kennt man schon aus den letzten Jahren, hat jetzt ein leichtes Design-Update bekommen. Ja, gibt's ab sofort wieder im Handel. Wenn ihr es snacken wollt, habt ihr wieder die Chance. Dann für euch wieder da, Almigurt, Bratapfel, Almigurt, Mandel, Spekulatius und Vanillekipferl. 2 oder 3 Joghurts, die wieder da sind, sind bekannte Sorten, ab sofort wieder im Handel. Und zusätzlich gibt es dann auch noch von Weinstefan neue Puddings, die zeige ich euch ja auch gerade. Einmal in Double Choc, Vanilla, Double Coffee und Schoko. Die habe ich sogar schon getestet, Testvideos nur noch nicht online. Also es ist schon fertig, es ist auch schon hochgeladen. Kommt irgendwann mal in den nächsten 1-2 Wochen der Test. Ich kann aber schon mal voraus sagen, Double Choc ist richtig gut gelungen. Und Vanille schmeckt mir persönlich. Bei Kaffee kann ich es nicht direkt sagen. Meine Freundin sagt, er könnte mehr nach Kaffee schmecken. Ich fand, es schmeckte schon intensiv nach Kaffee. Und der normale Schoko schmeckt einfach jeder Bekannte. Aber der Double Choc war echt schon sehr, sehr gut. Dann für euch noch neu, nur für kurze Zeit, wieder da, Landliebe Konfitüren in Bratapfel und schwarzer Orange. Schwarzkirschorange. Schwarze Orange wäre ein bisschen komisch gewesen. Passt vielleicht zu Halloween, aber nicht dazu. Ja, die ist auch wieder da. Dann neu für euch, Exquisa, 100% vegan. Haben schon ein paar Leute getestet, die ihn entdeckt haben und waren wohl sehr, sehr enttäuscht davon. Der ist auf Basis von Kichererbsen, wurde mir gesagt, und schmeckt wohl mehr wie Humus als wie in einem Frischkäse. Also die Leute sind wohl so zwiegespalten. Ich habe ihn noch nicht entdeckt, auch noch nicht gekauft. Aber wenn schon der Großteil sagt, er schmeckt nicht so geil, ja, dann glaube ich der auch schon mal. Mal gucken, ob ich ihn einzeln testen werde. Aber wir schauen mal. Humus an sich ist ja lecker, aber als Frischkäse erwartet man natürlich was anderes. Dann für euch wieder da oder neu, die Zott-Sahne-Joghurts winterliche Träume in der Sorte Walnuss-Maple, also Walnuss. Okay, Walnuss. Ah ne, Walnuss-Maple. Walnuss-Ahorn-Sirup, so könnte man es auch nennen. Eierlikör, Mandel und Haselnuss. Ja, ab sofort wieder da. Wenn er darauf steht, könnt ihr wieder los snacken. Dann auch wieder da von Zott die Sahne-Joghurt-Saison in der Sorte Pflaume-Zimt, gebrannte Mandel und Bratapfel. Dann von Ruf angekündigt, also dem bekannten Hersteller, der auch sowas macht, ähnlich wie Dr. Oetker und Co. Ich muss gerade was gucken, ich war mir gerade nicht sicher. Gibt es High-Protein in der Tasse. High-Protein, Creme-Protein in Schoko, Vanille und Karamell. 13 Gramm Protein pro Tasse. Ja,
aber das Ding besteht hauptsächlich aus Zucker. Ich hatte mit Ruf drüber gesprochen und er sagte, da hatte ich auf der Nougat, hatte ich die getroffen und hatte der mir auch erzählt, es geht bei dem Produkt gar nicht so gezielt um die High-Protein-Zielgruppe. Sie wollten, glaube ich, nur das Produkt mit auf den Markt werfen, aber an sich hat es nichts mit High-Protein zu tun. Es hat zwar viel Protein, aber mit den Kalorien und der Zusammensetzung ist es eher ein Dessert, was viel Protein hat. Würde sich aber jemand, der auf High-Protein Wert legt, gar nicht kaufen. Mehr muss man dazu nicht sagen. Dann High-Protein geht weiter bei Dr. Oetker. High-Protein-Mahlzeit gibt es jetzt Milchreis und Grießbrei. Ja, sonst war es Grießpudding. Jetzt gibt es auch den Milchreis. 30 Gramm Protein pro Packung. Also wenn ihr die ganze Packung gegessen habt, kann man machen. Ihr könnt euch aber einfach ganz normalen Milchreis kaufen und ganz normalen Grießbrei kaufen und tut einfach einen Löffel Whey mit rein und dann habt ihr auch High-Protein. Würde auch funktionieren. Oder nehmt jetzt diese High-Protein-Milchprodukte, die es jetzt auch gibt. Die könnt ihr auch benutzen, dann ist es nicht mehr, ist es zwar okay, war vorher auch nicht vegan, aber dann habt ihr auch mehr Protein drin. Also da muss man mal gucken mit diesen Proteinprodukten. Ich mag meinen Milchreis, den ich hier drin habe. Ich kann nur nicht aufmachen, sonst fällt das Bild raus. Grießbrei von Dr. Oetker, den kaufe ich wirklich ab und zu mal mit 30% weniger Zucker. Den gibt es ja auch, der ist auch sehr, sehr lecker. Dann für euch neu, Alpro Growing Up, ein Haferdrink und Sojadrink für Kinder ab einem Jahr. Das ist ein Produkt, was halt zwiegespalten ist. Viele finden es gut, viele finden es aber auch scheiße, weil halt ein bisschen Zucker zugesetzt ist. Und dann sagen, ja, ein Produkt mit Zucker, warum brauchen Kinder Zucker? Man muss aber auch sagen, das Produkt hat weniger Zucker, als wenn das Kind nicht ein Glas Milch trinkt. Also ein von den beiden hat weniger Zucker als ein Glas Milch. Es ist jetzt ja auch kein schlechtes Produkt. Natürlich, ohne Zucker wäre noch besser, aber es ist halt zwiegespalten, gerade bei den Eltern. Zusätzlich sind die zuckerarm, weil es hat halt weniger Zucker, hat ein bisschen mehr Protein als die normalen Produkte. Calcium und Zink, Vitamin A und C, Jod und Eisen und ist halt kuhmilchfrei für Kinder, die vielleicht schon eine Allergie gegen Kuhmilch und so entwickelt haben. Dann gibt's von Glück Honig. Da bin ich zwiegespalten, es ist nämlich Glück mit Akazienhonig, ihr seht ja, was die Sorten da sind. Es ist leider, ein Teil davon ist EU-Honig, das ist okay. Ein Teil davon ist aber auch Mischhonig aus EU und Nicht-EU. Da bin ich immer kein Fan von, weil das ist ein gepanschter Honig. Das ist also, kann Honig aus den USA sein, mit Honig zum Beispiel aus Europa. Und da kann aber auch noch ein bisschen Brasilien-Honig drin sein oder chinesischer Honig. Du weißt nicht, wo das Zeug herkommt im Notfall. Und das wird dann alles zusammengemischt zu einem Honig. Weiß ich nicht. Also wenn man wirklich Honig kaufen möchte und ihr Honigfans seid, kauft euch Honig einfach ganz normal bei euch in der Region. Gibt es. Es gibt überall Imker, es gibt überall Läden, wo ihr richtig Honig aus eurer Region kaufen könnt. In so ein Glas kostet 5 Euro, das ist aber richtiger Honig. Da ist das Doppelte bis Dreifache drin wie im Supermarkt, das ist also gar nicht viel teurer. Nur es kommt aus eurer Region und das ist wirklich regionaler Honig. Ihr unterstützt dann noch regionalen Bienen, die Blumenfelder brauchen. Wir brauchen Bienen, das ist ganz, ganz wichtig. Und wenn ihr einen regionalen Imker unterstützt, ist das viel, viel besser, als wenn ihr irgendein so ein Supermarkt Honig kauft, der halt ganz toll gemacht wurde. Wir haben hier, glaube ich, auch noch Honig. Ich bin mir gar nicht sicher. Irgendwo müsste hier noch ein Glas stehen oder es ist leer und wir müssen mal wieder zu unserem Imker gehen. Wir haben sogar hier ein paar Meter ein am Kiosk. Hier ist so ein Kioskverkäufer und der ist selber Imker und der verkauft seine Gläser einmal direkt da am Kiosk. Aber schaut einfach mal nach regionalen Honig. Gibt es teilweise sogar schon in den ersten Rewe-Märkten, dass diese Imkergläser da stehen aus der Region. Müsst ihr mal drauf gucken. Und die Dinger haben Pfand, die Gläser. Ist auch noch ein Vorteil. Könnt ihr dann zurückgeben, kriegt ihr sogar ein bisschen Geld zurück. Lünebest, stichfest, nur für kurze Zeit. Pistazie Mandel, das sind die beiden neuen Editionen. Kiwi Stachelbeere und Himbeer Feige waren, glaube ich, die beiden vorherigen Editionen. Ich bin kein Fan von stichfesten Joghurt, aber es gibt viele Fans davon. Aber stichfester Joghurt, also gerade der von Lünebest, den kannst du fast mit einem Messer schneiden. Das ist schon ein bisschen speziell. Ich mag es cremig. Dann von Ruf gibt es nochmal was für euch, nämlich Cheesecake im Ruby Chocolate Style und Sorted Caramel Style. Sind ohne Backen, sind also nur zum Anrühren mit dem Keksboden. Also für Fans von euch könnt ihr zuschlagen. Dann für euch auch nochmal von Almigurt, Almigurt Bio. Ne, die habe ich euch schon gezeigt, ne? Guckt mal an. Habe ich euch schon gezeigt, verrückterweise. Dann habe ich das falsche Bild vor einmal hochgeladen und habe dann gesehen, dass es noch eins gibt. Es gibt nämlich noch die Heidelbeer-Version. Zack, zum nächsten. DM Bio Winterfruchtpunsch gibt es in der Sorte Holunder und in der Apfel-Orange-Zitrone. Sind alle vegan, ohne Alkohol. Kann man auch erwärmen, gibt es ab sofort bei DM. Ich habe die auch schon hier stehen, nur noch nicht probiert. Wurde mir aber schon von einigen geschrieben, soll sehr, sehr lecker sein. Dann gibt es für euch noch von Milkana Pur. Ja, Milkana Pur, das ist ein Schmelzkäse, Streichkäse, ohne Phosphate, Aromen und Konservierungsstoffe. Weil sonst ist ja in Schmelzkäse sehr viele Phosphate und so drin, was nicht gut für den Körper ist. Was auch als krebserregend gesehen wird, wenn man zu viel konsumiert. Und Milkana hat sich jetzt da mit seiner Pur-Linie von entfernt und macht das jetzt ohne
Schmeckt wirklich auch anders, muss man sich dran gewöhnen, aber wenn man es dann dran gewöhnt hat, ist es lecker. Gibt es auch nochmal in dieser Packung ganz unten mit diesen einzelnen, ja, Käsedingern, die einzeln eingepackt sind, aber jetzt ohne Aluminium, sondern mit Papier. Die gibt es, glaube ich, schon ein bisschen länger ohne Aluminium, aber ja, die gibt es. Dann die Wintersorten von Schwarthausener da, wie zum Beispiel Kirsch à la Zimtstern, Brombeere à la Mandelhörnchen und Birne à la Vanille. Ja, die sind auch offiziell jetzt im Handel. Dann gibt es von Messmer-Tee ganz viele Tees, wie ihr gerade seht. In ganz vielen Sorten. Gebrannte Mandel, Zimtpflaume, Lichtermagie, Bratapfel, Kirschmarzipan, Winterbandel, Zitronenplätzchen und Winterpunsch. Also für Teefans eine Riesenauswahl mit Wintertees. Dann für euch neu die Cheesecake Balls. Die habe ich auf der Nougat probieren dürfen. Habt ihr vielleicht in eins der Videos gesehen. Mega lecker. Also ich fand Marillenfüllung mega geil. Sorted Caramel oder Caramel Balls war nicht ganz meins. Brauche ich. Ich bin kein riesen Caramel-Sorted-Fan, das wisst ihr auch. Aber die Marillenfüllung, das war schon cool, muss ich sagen. Jetzt merkt man auch, dass es ein bisschen dunkler wird, kann das gerade sein, ne? Ja, es ist schon ein bisschen spät. Ich habe heute schon ein paar Videos gedreht. Ich mache mal das Licht mal einen Ticken heller. Dann sieht es nicht ganz so dunkel aus. Aber die Food News muss noch online gehen und ich habe heute schon 7 Videos gedreht. Das ist mein 8. Weiter geht's. Trez. Schokomüsli. Schoko-Erdnuss-Müsli, besser gesagt. Sehr geil, ich bin kein Müsli-Fan, wer das Video schon gesehen hat bei mir. Ich war sehr begeistert. Also ich muss wirklich sagen, ich bin kein Müsli-Esser, aber ich habe es mir schon nachgekauft. Hier stehen schon 3 Packungen. Ich habe mir das nachgekauft. Das ist halt schon einiges, wenn ich mir was nachkaufe, dass es mir wirklich schmeckt. Ja, dann von Froster, neu oder wieder da oder zurück. Produkte, die viele gefordert haben. Froster hat jetzt wieder ohne Schnickschnack Macaroni in Cheese, Lasagne Bolognese mit Rindfleisch und Lasagne mit Grillgemüse. Ja, offiziell ganz schnell für die Mikrowelle oder Backofen, so wie ihr möchtet. Ein schnelles Gericht, kommt vielleicht nach einem stressigen Tag nach Hause, kurz reingeschoben, dauert 10, 15 Minuten, vielleicht in der Zeit kurz geduscht und dann ist das Essen fertig. Und auf die Schnelle finde ich sowas ganz praktisch. Selbst Macaroni in Cheese, auch wenn das schnell geht. Aber wenn es ohne Zusatzstoffe und Co. geht, finde ich das eine tolle Alternative. Ob ich es probieren werde? Natürlich. Wenn ich es irgendwann mal in die Finger kriege, ich schau mal. Ja, dann von Rotkäppchen neu, die Knuspertaler mit Brezelpanade oder Gemüsepanade. Das ist frittierter oder gebackener Gouda. Also kein Camembert, sondern gebackener Gouda. In der Brezelpanade ist aber eher Paniermehl mit ein bisschen Brezel. Und bei der Gemüse ist das genauso. Das ist eher Paniermehl mit ein bisschen Gemüse extra. Ja, wenn ich sie mal sehe, werde ich sie probieren. Ich habe den Gemüsetaler schon gesehen, den mit Brezel nicht. Und als ich nur einen gesehen habe, dachte ich, komm, dann kaufe ich nicht einen. Ich kaufe da wenn beide. Mal schauen. Test kommt vielleicht. Dann für euch ab November High-Protein-Linsenwaffeln. Die scheint es aber schon vorher gegeben zu haben. Laut der Pressemeldung sind die aber neu. Also, wenn ihr keine Reiswaffel-Fans seid, gibt es jetzt auch Linsenwaffeln für euch bei Edeka. Steht ja auch drauf. Dann für euch noch neu von Baileys Karamell-Dessert, Sorted Karamell und Chocolate. Kommen jetzt offiziell in den Handel. Und die Chocolate Chips, das sind keine Kekse, das sind nur die Chips, also die eigenen Schokoladentropfen. Die Kekse müsst ihr noch selber machen. Die habe ich aber auch schon da, die habe ich auf der Nougat mitbekommen, denn die werden mit Ruf zusammen produziert. Dann für euch neu im November, La Mia Pinsa, also La Mia Grande Produkte von Dr. Oetker, kommen jetzt mit ihren Pinsa-Produkten. Das ist jetzt ja gerade der neue Trend, diese Pinsa-Pizzen. Ist ja ein Teig aus Kichererbsen und noch einer anderen Sachgeschichte. Ich komme gerade nicht drauf. Und dann gibt es dann 4 Versionen. Einmal die schärfere Version. Jetzt muss ich selber aufpassen, ich muss mein Tablet ein bisschen höher holen, ich kann es gerade echt nicht lesen. Es ist einmal Spinat-Tomaten-Mix mit veganen Pizzaschmelz, also eine vegane Pizza-Version oder Pinsa-Version ist dabei. Einmal Mortadella mit gelber Paprika, sorry, Rindersalami mit roten Zwiebeln und Mozzarella-Tomaten-Mix mit Pecorino. Ich tippe Pecorino. Kommt jedenfalls in den Handel. Wenn ich sie sehe, werde ich sie probieren, denke ich mal, schadet ja nicht. Dann für euch neu von True Foods, das Handgebäck. Ja, es ist kein Schreibfehler, es ist wirklich so. Es ist der Lebkuchen-Smoothie, der kommt Ende November noch in den Handel. Oder ab November, müsste jetzt also bald auftauchen, der Lebkuchen-Smoothie. Zusätzlich wird es dann Ende November noch den Löwensenf-True Foods-Shot geben. Ja, das ist kein Spaß, es ist wirklich ein Senf-Shot. Ja, besteht aus Senfsaat, ein bisschen Mango, also fruchtiger Senf wird das sein. Der soll aber auch ordentlich brennen im Hals. Der soll aber nicht im Supermarkt landen, den werdet ihr nur online bekommen und im Löwensenf-Store in Düsseldorf. Dann für euch angekündigt für Januar 2021 Haribo Hey Kakao. Ein Haribo-Produkt, wo offiziell wirklich Milch drin ist und Kakaopulver.
Ist mal was komplett Neues, klingt aber auch ein bisschen abgedreht. Ich weiß noch nicht, ob es wirklich geil ist. Es ist auf jeden Fall eine Sensation, weil es mal was komplett Neues ist für Haribo, mal einen komplett anderen Weg zu gehen. Mal schauen, was es am Ende kann. Klingt auf jeden Fall mal interessant. Dann von World of Sweets angekündigt für euch die neue vegane Rittersport mit mildem Geschmack in pur. Sonst hatte immer Amaranth drin oder Sesam, da war immer was dabei. Jetzt wird es die erste neutrale Version von Rittersport geben. Dann angekündigt fürs Frühjahr der Chocbite Milk and Hazelnut mit den Minions. Passend zum neuen Minion-Film wird auch ein kleiner Snack kommen, der ein bisschen an ein Kinder-Bueno erinnert. Ich durfte es auf der Anuga schon probieren und ich kann euch sagen, es schmeckte mir besser als ein Kinder-Bueno. Es war sehr, sehr lecker, schmeckte haselnussiger, intensiver und ihr habt sogar noch eine Kammer mehr. Wird auf jeden Fall kommen. Lohnt sich auf jeden Fall. Ich denke mal, Aldi wird da ein Partner mit sein, weil die sind mit allem, sind mit diesen Minions-Produkten immer sehr, sehr schnell. Dann für euch noch angekündigt im Frühjahr 2022 von Rittersport die Kirschmandel und die Sorted Karamell. Ja, die sollen auch noch kommen. Zwei neue Sorten, das wären die Frühjahrssorten. Sorted Karamell weiß ich jetzt nicht und die Kirschmandel, ja. Also sehen schön aus, mal gucken, was sie können, aber sie klingen jetzt nicht wirklich besonders als Sorten. Dann für euch noch angekündigt vom Artundo Shop die Milka Max Nussini. Der Nussini-Riegel jetzt als große XXL-Tafel soll im Frühjahr 2022 da sein. Dann noch angekündigt für Februar 2021 von World of Sweets die Shogetten Happy Birthday Edition. Also diese Birthday Cake Geschichte kommt dann auch nochmal, wo in dem weißen Teil, wo die weiße Schokolade drin ist, der Rest ist unten drunter Nougat mit diesen Sprinkles. Dann für euch für März 2022 angekündigt Lachgummi, Mümmelbande und Gartenzwerge. Klingt ganz niedlich, aber das Besondere ist, das sind wirklich Fruchtgummis mit Karottensaft und Gemüsesaft. Das ist ja auch nochmal was komplett anderes momentan, weil das kennt man so nicht. Dann für euch noch angekündigt von World of Sweets. After Eight, ich muss selber nochmal gucken, ich habe es gerade vergessen, ich habe nicht verstanden, welches Produkt das jetzt war. After Eight Mojo and Mint Flavor. Bin ich überhaupt kein Fan von. Also After Eight klassisch ist ganz cool, aber die ganzen Sondereditionen haben mich nie so wirklich geflasht. Aber Geschmackssache. Man sieht, es wird auch immer dunkler. Ich muss jetzt Vollgas geben. Es ist schon 18 Uhr durch. Raffaello von World of Sweets angekündigt. Passionsfrucht. Das wird die neue Sommeredition von Raffaello werden. Mit dem Geschmacks nach Passionsfrucht. Mal schauen, ob das in der Kombination passt. Ich denke schon. Erdbeere war es sonst jetzt gewesen. Jetzt geht es mal in eine andere Richtung. Mal schauen, was da sonst noch passiert. Dann für euch angekündigt. Ganz frisch. Toffifee Coconut. Toffifee wird es in einer Kokosnussversion geben ab April 2021. Bringt euch also Schokolade, Haselnuss, Toffee und eine Kokosnusscreme, die da mit dabei ist. Also Toffee ist zwar trotzdem dabei, aber Kokosnusscreme wird noch präsenter sein. Ob das passt in Kombination, es ist speziell, aber ich denke mal, die werden sich schon was bei gedacht haben. Dann im Sommer von World of Sweets nochmal angekündigt, die Gläser von Kinderriegel kommen. Da seht ihr sie schon mal, die werden auf jeden Fall kommen, so werden sie aussehen. Es werden also diese Drink- oder Limo-Gläser sein, wo ihr nur einen Strohhalm oben reinstecken müsst. Und dann habt ihr Sweet Summertime oder die beiden Figuren drauf. Früher habe ich das auch mal gar nicht gesammelt, aber irgendwann hat es auch aufgehört. Also es gibt ja auch diese Tassen, die es regelmäßig gibt. Aber im Sommer wird es auf jeden Fall eine Sommer-Limo-Edition sozusagen geben. Und jetzt sind wir durch mit den Food News und jetzt gibt es noch die Mogelpackung des Monats. Und zwar, hier steht es, es war einmal der Hersteller Grison de Beugler. Der verkaufte seine 100 Gramm seiner Wurzender Waffelblättchen in einer Verpackung, deren Größe gut zum Inhalt passte. Ist das nicht schön? Aber aus 1 wurden auf einmal 2. Der Hersteller entschied sich nämlich, die Verpackung größer zu machen und mehr Karton und mehr Plastikfolie einzusetzen. Oh, wie schön, dachten sich da viele. Dann gibt es ja noch viel, viel mehr Schokowaffeln. Wenn jetzt auf einmal die Packung größer ist, 2 Schieber sind drin, dann muss das doch viel, viel mehr sein. Aber nein! Es ist weniger. Das ist das Verrückte dran. Es ist weniger. Die neue Packung hat nämlich nicht mehr Waffelblättchen. Sie hat sogar weniger, denn die Waffelblättchen sind nicht mehr so dicht wie vorher aneinander gelegt, sondern einfach lose dahingelegt. Das bedeutet für euch, statt 100 Gramm für 99 Cent bezahlt ihr jetzt für 103 Gramm, also für 3 Gramm mehr, 129. Das heißt, mehr Müll, weniger Inhalt und ihr zahlt auch noch mehr. Ist das nicht ein schönes Märchen? Und dieses Märchen ist sogar wahr. Ja, das war's mit der Future Food News. Ein bisschen knapp 25 Minuten. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Das war die Jubiläumsfolge. Keine große Jubiläumsüberraschung dabei. Aber ich bin echt müde. Wie gesagt, mein 8. oder 9. Video heute. Ich bin mir nicht ganz sicher. Plus TikTok-Videos, die ich auch noch gedreht habe. Ich bin kaputt. Reicht für heute. Ich sage danke fürs Zuschauen.
Ich wünsche euch einen wunderschönen November. Wir sehen uns Ende November natürlich dann wieder mit meiner Food News für den November. Und dann haben wir schon bald Weihnachten. Also, wir sehen uns bald wieder. Bis dahin und natürlich täglich zum Video, was abends kommt. Bis dahin. Ciao, euer Bob.